Ja, hallo liebe Leute. Heute reden wir über den Wärmeausdehnungskoeffizienten bei festen Stoffen. Ja, der Wärmeausdehnungskoeffizient ist schon ein ganz besonderes Gebilde, weil erstens ist er irgendwie an einem einfachen Bauteil verhältnismäßig leicht nachzuvollziehen. Wenn ich mir also vorstelle, dass man hier irgendwo ein Bauteil hätte, ja, so wie das Teil hier. Dieses ist ein Rohrstück, das sehen wir ja natürlich auch. Aber das Rohrstück hat natürlich eine Länge. Und wenn ich mir nur diese Länge angucke, dann wird natürlich das Rohrstück nach der Erwärmung länger sein oder nach der Abkühlung kürzer sein, je nachdem, wie auch immer. Um das einfach mal formelmäßig niederzuschreiben, also mein Rohrstück am Anfang wäre jetzt mal so lang. Und da wir nur die Länge betrachten wollen, gehe ich davon aus, dass das die Anfangslänge L0 ist. Wenn sich das Bauteil erwärmt, da ahnt man schon, dass irgendwie die Welt immer etwas komplizierter ist als das, was wir uns so vorstellen. Denken wir, das Bauteil wird tatsächlich danach länger sein. Aber wir sind uns schon einig, wenn es also wärmer wird, wird es sich natürlich auch im Durchmesser erwärmen. Aber das lassen wir jetzt erstmal außer Acht, denn das gucken wir uns gleich nochmal an. Dieses hier, das wäre also die entsprechende Verlängerung, Delta L. Und der Einfachheit halber rechnen wir diese Verlängerung aus, indem wir sagen L0 mal dem für den Werkstoff typischen Ausdehnungskoeffizienten, also den Längenausdehnungskoeffizienten, mal der Temperaturdifferenz Delta Theta. Das wäre die Verlängerung. Ehrlich gesagt, der Durchmesser hätte ja hier dann auch eine Vergrößerung erfahren, die wir jetzt aber im Zuge dessen, was wir jetzt hier machen wollen, vernachlässigen. Also würden wir für die Länge nach der Erwärmung dieses Stückchen bekommen und das ist die Länge großes L. Ja, brauchen wir nicht lange drüber nachdenken. Das große L wäre nichts anderes als, naja, Anfangslänge L0 plus das Stückchen, das länger geworden ist. Als Formel schreibe ich mir dazu das natürlich noch mit hin. L0 mal Alpha mal Delta Theta. Ja, und jetzt sehe ich schon hier alles klar. L0 steckt gewissermaßen in beiden Teilen der Addition drin und ich kann es dann faktorisieren, also ausklammern. Und ein bisschen Mathematik muss man leider machen, weil sonst kann man dem Ganzen hier nicht beikommen und man bleibt dann am Ende doch irgendwo immer in der Mitte stecken und kennt die Wahrheit dann doch nie. Mal 1 plus, naja, wenn das hier ausgeklammert ist, bleibt Alpha mal Delta Theta über. Jo, das ist also die Länge nach der Erwärmung. Und eigentlich nichts Spektakuläres, wenn man natürlich jetzt mal ergänzenderweise betrachten darf, dass wenn man sich das mal anguckt, wie denn dieser Längenausdehnungskoeffizient in Wirklichkeit sich verhält, dann zeigt sich im Prinzip ein Verhalten, wo hier der Wert Alpha und hier die Temperaturdifferenz Delta Theta, oder besser gesagt die Temperatur, bei der dann der Längenausdehnungskoeffizient, und da sieht man schon, man weiß gar nicht so richtig, wie man es schreiben soll. Wir reden ja hier von einer Anfangstemperatur und einer Endtemperatur. Also im Grunde genommen, wie sich der verhält. Und wir tun hier natürlich so, als würde sich der Koeffizient über dem Temperaturbereich quasi konstant verhalten. Der würde sich also nie ändern. Und das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Im wahren Leben sieht es tatsächlich so aus, dass sich über dem Temperaturbereich dann auch der Ausdehnungskoeffizient ändert. Wie auch immer, ich schätze den jetzt einfach mal hier so rein, sodass er irgendwie leicht gekrümmt ist. Und das ist die wirkliche Kurve für den Längenausdehnungskoeffizient, also der wahre Wert, der jetzt hier eigentlich nur mal geschätzt worden ist, um diese kleine Unstimmigkeit zwischen, naja, konstantem und wahrem Wert. Der kann natürlich
auch einen anderen Verlauf nimmt, je nachdem, wie die Legierung eben so sind. Und deshalb muss man sich im wahren Leben immer auf den Wert beziehen, bei dem die Temperaturänderung dann tatsächlich auch nicht stattfindet. Man sieht also, so einfach ist das alles hier gar nicht zu machen. Okay, das war die Längenausdehnung. Und immer wieder werde ich gefragt, ja, warum ist denn bei dem Volumenausdehnungskoeffizient dann irgendwie das 3 am Start und so weiter? Naja, und bevor man sich der Sache vielleicht zuwendet, habe ich mir dann also kurzerhand mal überlegt, wie könnte man dann zum Beispiel bei einer Fläche zu Werke gehen, also bei einer Flächenausdehnung. Bei einer Flächenausdehnung. Ja, wie soll ich mir das denn vorstellen? Na, im Grunde genommen könnte man sich eventuell vorstellen, dass man vielleicht irgendeine Rechteckfläche hat, so wie diese hier jetzt, einfach mal der Einfachheit halber mal abgemalt oder mal dargestellt. Naja, und wenn das Bauteil warm wird, wird es sich natürlich sowohl in der einen als auch in der anderen Länge verlängern. Und damit würde hier quasi eine Fläche entstehen, die dann praktisch größer geworden ist bei Erwärmung. Das Ganze versuche ich jetzt mal nochmal hier für mich nochmal deutlich zu machen und sagen, gut, jetzt wollen wir mal bitte auch die andere Länge mit ins Kalkül setzen. Und das wäre die Anfangsfläche, die nennen wir jetzt einfach mal A0. Wie sieht die Fläche denn aus, wenn sie erwärmt worden ist? Von mir aus in der Richtung, so wie es also genau eben auch dann so sein soll. Und in der Richtung. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, kann man sagen, ist ja gar nicht wirklich schwierig, weil tatsächlich ist das ja dann hier praktisch die Fläche, die sich ergibt, wenn sich das Bauteil erwärmt hat, als Differenz, wenn man so will. Also wäre dieses hier mein Delta A. Also man sieht schon, Delta L und Delta A sind hier jetzt irgendwie schon ein bisschen gleich. Aber nun wollen wir es nicht komplizierter machen, als es ist. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich jetzt hier um ein quadratisches Teil handelt, was ja eigentlich dann im zweiten Schritt noch zu beweisen wäre, ob das immer so ist, dann würde ich ganz einfach gerne sagen wollen, wenn es quadratisch wäre, dann wären diese Längen praktisch gleich lang. Und ich nenne sie mal L und L, wenn es eben quadratisch wäre. Habe ich natürlich hier jetzt so nicht gezeichnet. Das liegt aber im Prinzip vielleicht an meiner Ungeschicklichkeit. Also großes L. Muss ja auch nicht alles maßstäblich sein. Für mich ist es ja dann auch nicht wirklich schwierig zu erraten, dass die Fläche nach der Erwärmung, also das A, nichts anderes ist als die Anfangsfläche A0 plus das Delta A insgesamt. Okay, das habe ich wohl verstanden. So richtig klar ist es mir aber trotzdem noch nicht hier, weil ich ja irgendwie nicht an dieses Delta A da so recht rankommen kann. Aber eins sehe ich doch schon, wenn es ein Quadrat wäre, dann hätte ich doch zwei gleiche Kantenlängen, die sich also von L0 auf L ausdehnen würden. Und ich könnte dann eben auch schreiben, das mache ich jetzt mal hier, A ist nichts anderes als L mal L. Das muss stimmen bei einem Quadrat. So, da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen vorher mal nachgedacht, ob das alles funktionieren kann. Wenn es am Quadrat funktioniert, naja, dann wird es vermutlich auch bei allen anderen Flächen funktionieren. Aber jetzt bin ich also erstmal so weit, dass ich diese Gleichung da so ein bisschen lösen muss, oder was denn? Ich weiß nur, dass das L tatsächlich immer dieser Zahlenwert hier ist, denn daran ändert sich ja nichts. Denn wenn sich das Bauteil ausdehnt, wird es sich sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung gleichermaßen verlängern oder proportional bei einem Rechteck. Dann schreibe ich es mir doch jetzt einfach mal hin und sage ganz einfach, L0 mal 1 plus Alpha mal Delta Theta, Klammer zu. Und das Ganze soll ich jetzt zweimal nehmen.
mal L0, Klammer auf, 1 plus Alpha mal Delta Theta, Klammer zu. So, soweit war ich vorhin auch schon mal und kam dann so ein bisschen ins Grübeln und sagte, naja, dann versuch doch mal jetzt diese Gleichung mal zusammenzufassen. Das tue ich auch, denn da sich das hier alles mit Punkt verhält, kann ich also sagen, L0 mal L0, das ist L0 Quadrat. L0 mal L0 ist L0 Quadrat. Richtig? Mal, ich bleibe mal in meinen Teilschritten, 1 plus Alpha mal Delta Theta. 1 plus Alpha mal Delta Theta. Klammer zu. Ich klammere jetzt, oder besser gesagt, ich multipliziere diese beiden Gleichungen miteinander aus. Ist gleich. L0 Quadrat, große Klammer, damit ich das, was jetzt hier durch diese beiden Geschichten herauskommt, mal so ein bisschen zusammenfassen kann. Und dann heißt es ja, jeder einzelne Multiplikationsvorgang, also 1 mal 1, naja, dass das 1 ist, kann ich gut. Dann mache ich den nächsten Schritt. 1 mal plus Alpha mal Delta Theta. Dann muss ich das jetzt mal dem rechnen. Plus Alpha mal Delta Theta. Naja, und dann muss ich natürlich dieses beides hier auch nochmal miteinander verheiraten. Und das ergibt dann plus, naja, wenn alles in der Multiplikation steht, kann ich also schreiben Alpha Quadrat mal Delta Theta Quadrat. Klammer zu. So, das sieht ja nun echt irgendwie voll bizarr aus. Also habe ich nochmal so ein bisschen nachgedacht und habe gesagt, naja, wenn das hier, die Kantenlänge, die schwarze Kantenlänge, L0 ist und dieses hier dann beim Quadrat auch wieder L0 ist, dann kann ich natürlich sofort sagen, dass das schwarze A0, also die Anfangsquerschnittsfläche, also nichts anderes ist als L0 mal L0. L0 mal L0 ist aber nichts anderes als L0 Quadrat. Super. Also kann ich ja jetzt schon mal so ein bisschen versuchen, die Gleichung hier zusammenzufassen und sagen, ah ja, wenn das A ist, dann ist A0 Quadrat nichts, also L0 Quadrat nichts anderes als A0. Dann schreibe es doch. Großes A0. Dieses hier fasse ich noch ein bisschen zusammen. An der 1 kann ich nicht viel machen. Dieses beides plus addiert sich auf. Ob das jetzt x plus x gleich 2x oder eben so geschrieben, wie es dort oben steht, plus 2 Alpha Delta Theta. Also aus den beiden machen wir das hier. Naja, und das andere Gebilde, Alpha 0 Quadrat mal Delta Theta Quadrat, Klammer zu. Da war ich dann so ein bisschen für mich am Grübeln. Und habe gedacht, ja, das ist jetzt mal die exakte Lösung für unser Problem. Das ist die exakte. Für Flächen. Für die Fläche. Sofern man natürlich immer von einem konstanten Ausdehnungskoeffizienten ausgeht. Darum müssen wir mit exakt ein bisschen vorsichtig sein. So, und habe ich dann so überlegt und habe gesagt, ja, das ist also schön, aber irgendwie ist das, was man so in den Formeln findet, immer irgendwie ein bisschen anders. Naja, und da kann man natürlich jetzt folgenden Sachverhalt sich mal klar machen. Denn Alpha ist ja immer sehr klein. 0,4 Nullen und so weiter oder vielleicht sogar 5, je nachdem, welcher Werkstoff das eben ist. Also das ist ein extrem kleiner Wert. Und ein extrem kleiner Wert mit zum Quadrat wird nochmal um ein Vielfaches extrem kleiner. Also kann man sagen, Alpha Quadrat mal Delta Theta Quadrat ist sehr klein. Und das schreibt man dann immer so, sehr klein gegenüber 0. Und daraus folgt,
dann können wir ihn auch gleich 0 setzen. So schreiben wir das in der Mathematik. Alpha Quadrat, Komma, weil Alpha sehr klein. Das ist eine kleine Vereinfachung, die wir da jetzt vornehmen. Und dann sieht unsere Formel für die Querschnittsfläche A, ist also ungefähr, wir sagen hier jetzt einfach gleich, A0. Ja, und dann bleiben wir mal bei dieser geschwungenen Klammer und dann sieht man schon, aha, die 1 steht vorne. 1 plus 2 mal Alpha mal Delta Theta. Und da sieht man, dass der Längenausdehnungskoeffizient hier jetzt für die Fläche 2 mal Alpha ist. Und vielleicht haben wir dann ja auch die Möglichkeit, uns das Ganze nochmal beim Volumen anzugucken. Naja, nur leichter wird es da nicht. Insofern sei uns das erstmal bis hierhin ausreichend. Und wer gerne möchte, kann ja dann sich dann den Volumenkoeffizient bei mir gleich nochmal mit angucken. Das war das Blatt 1 von 2. Der Volumenausdehnungskoeffizient wird sich wohl so ähnlich wie bei der Fläche darstellen. Naja, im Grunde genommen stelle ich mir also, schreibe ich es erst nochmal hin, und zwar den Volumenausdehnungskoeffizienten. Volumenausdehnungskoeffizient. Okay, den Trick mit der Kantenlänge, den fand ich schon mal ziemlich schlau und den werden wir auch gleich nochmal wiederholen. Wir stellen uns wieder einen Würfel vor. Mit gleichen Kantenlängen, denn das ist immer die einfachere Denkvariante, weil sonst wird es ja nur komplizierter. Naja, und wenn man den Burschen jetzt im Grunde genommen erwärmt, dann wird mir das natürlich alles ein bisschen zu kompliziert. Also insofern, als dass dann alle Längen sich da irgendwo dann verlängern. Also im Grunde genommen wird also tatsächlich diese Kantenlänge länger. Diese Kantenlänge wird länger. Naja, und natürlich auch diese Kantenlänge wird länger. Und wenn man das dann alles so zusammenzaubert, dann versuche ich es mal hinzuzeichnen, dann wäre das Ding ja eigentlich im Grunde genommen quasi so ein Teil hier. Denn da unten wird es ja auch länger. Dann geht es jetzt hier runter, so. Dann muss es jetzt bis da hinten rüber gehen. Ja, bis da hinten rüber. Das Ganze findet ja auch hier in der Richtung statt. Also, da hinten geht es dann da drüber, so, bis da oben hoch. Dann hätten wir die Kantenlänge, die hier drüber weggegangen wäre, bis hier vorne. Dann geht es natürlich jetzt logischerweise hier bis da vorne drüber. Also dann sehen wir schon, es ist eigentlich schon vom Zeichnen her nicht so ganz schön und ideal zu machen. Aber wir sehen dann tatsächlich hier schon irgendwie, wie sich das Ganze dann hier als Volumen darstellt. Und wir können natürlich sagen, das, was man jetzt hier so sieht, das wäre jetzt irgendwie insgesamt gesehen V, und zwar das Delta V von dem Würfel. So, und jetzt ist es natürlich auch wieder nicht so ganz schwierig zu sagen, wie haben wir es denn eben gemacht? Wir haben einfach gesagt, naja, das Schwarze war die Anfangslänge von meinem Würfel, L0. Dann haben wir überall unser L0. Da und da und natürlich auch hier. So, und wir sehen schon, dass das Anfangsvolumen, jetzt muss ich mal sehen, dass ich da auch mit den richtigen Farben weiterarbeite, das Anfangsvolumen V0 ist dann nichts anderes als L0 mal L0 mal L0 und das wäre wohl gefühlt L0 hoch 3 von mir aus. Nach der Erwärmung haben wir das Delta L hier oben drauf. Und aus dem L0 wird gewissermaßen dann das grüne L, und zwar wieder für jede Kantenlänge. Also es ist schon ein bisschen nervig, und wenn es dann einer wirklich mal genau wissen will, bleibt ihm dieser ganze Kram hier auch nicht erspart. Sonst kommen wir der Sache halt eben auch nicht bei. Dann sehen wir hier die Länge, die dann hier gewissermaßen in der Richtung auch das L dann beinhaltet. Jo, wir sind nicht hilflos. Wir können sofort sagen, das Volumen V ist nichts anderes als L mal L mal L von mir aus, und zwar jeweils das große L. Bei der Fläche waren es eben nur 2L, jetzt haben wir eben die 3L.
Naja, und ehrlich gesagt nervt's schon so ein bisschen. Dieses hier war quasi ja praktisch schon dann im Grunde genommen die Flächenänderung. Das war die Fläche. Aber wir lassen es mal dabei. Ich will jetzt gar nicht weiter drüber nachdenken, um das hier vielleicht zu vereinfachen, um das irgendwie zu vereinfachen. Ich schreibe einfach mal hin und fange ganz von vorne an und sage L mal L. L ist nichts anderes als L0 mal 1 plus Alpha mal Delta Theta. Das ist das erste L. L0 mal 1 plus Alpha mal Delta Theta, das ist das zweite L. Mal L0 mal 1 plus Alpha mal Delta Theta, das ist das dritte L. Wir sehen, was ich eben schon hier oben vorbereitet habe, dass überall ja ein Mal dazwischen steht und dann kann man also schon mal sagen, 1, 2, 3, nur einmal vorsichtig geschrieben, ich werde den Platz wahrscheinlich tatsächlich noch brauchen. L0, aber das eben dreimal ist L0 hoch 3. Naja, wir sehen es, ich habe es ja schon noch ein bisschen angedeutet. Mal das mal dem hier. Wieder ausmultiplizieren. Also in der Richtung drüber ist das 1. In der Richtung drüber ist das plus Alpha mal Delta Theta. Richtig. Dann geht es hier herüber von da nach da. Plus Alpha mal Delta Theta. Richtig. Naja, und wenn wir eben schon gesagt haben, das mal dem ist ungefähr 0, aber ich schreibe es der Vollständigkeit nochmal wieder hin, plus Alpha Quadrat mal Delta Theta Quadrat. Klammer zu, 0 haben wir schon darüber geholt, dann bleibt hier nur noch stehen, 1 plus Alpha mal Delta Theta, Klammer zu. So, dann haben wir schon gesagt, das streichen wir jetzt hier mal raus. Ungefähr 0, weil Alpha sehr klein ist. Dann bleibt jetzt aus dem obigen Klammerausdruck, und wir fangen jetzt mal an, ruhig ein bisschen schon zusammenzufassen, gleich. Das ist V0, das Anfangsvolumen. Mal Klammer auf, und da steckt jetzt 1 plus Alpha, das sind wieder 2 Alpha mal Delta Theta mit drin. Klammer zu, Klammer auf, 1 plus Alpha mal Delta Theta, Klammer zu. Was für ein Hype. Aber egal, wenn man es dann auch genau wissen will, muss man sich dieser Tortur auch unterwerfen. Und wieder multiplizieren wir den Zauber aus. Das mal dem ist wieder 1. V0 können wir gleich stehen lassen. Dann müssen wir das mal dem rechnen. Das ist plus Alpha mal Delta Theta. Dann rechnen wir das mal dem plus 2 Alpha mal Delta Theta. Naja, und zuletzt auch wieder dieses hier. Und da sieht man schon wieder, ah, das ist ja ähnlich wie hier oben auch, nur jetzt nochmal mit einer 2 dabei. Also 2 Alpha mal Alpha ist Alpha Quadrat, Theta mal Theta ist Theta Quadrat, Delta Theta Quadrat, so. Habe fertig. Und jetzt gilt das alte Liebesspiel. Wenn das hier oben schon ungefähr 0 ist, dann wird es auch keine Rolle spielen, dass das eben zweimal entsprechend ebenfalls auch 0 sein wird. Ist auch wieder ungefähr 0. Und so bekommen wir dann tatsächlich aus unserer wunderbaren Hardcore-Mathematik V ist gleich V0, Klammer auf, die 1 bleibt, wie sie ist. Und hier sehen wir auf einmal natürlich, dass diese beiden Größen gleich sind und dann können wir sie natürlich auch zusammen addieren und dann steht da 3 mal Alpha mal Delta Theta, weil aus diesen beiden das hier wird. Das andere war 0, habe fertig und dann kommen wir natürlich genau zu der Formel, die wir auch überall in den Büchern finden.
die allerdings ehrlicherweise nur vereinfacht ist und unter der Berücksichtigung, dass das eben 0 ist, was in der Technik eigentlich vollkommen ausreicht. Und so sieht man, dass der eigentliche Volumenausdehnungskoeffizient, also Alpha V, dann nichts anderes ist als, also Alpha V ist dann also nichts anderes als 3 mal Alpha. Wenn wir wollen, können wir das natürlich hier oben auch noch mit einsetzen und dann kriegen wir schlussendlich dabei heraus, V ist gleich V0 mal 1 plus Alpha V mal Delta Theta. Und das ist dann im Grunde genommen tatsächlich unser Endergebnis, was aber eigentlich da oben auch schon gestanden hat. Und ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.